Jo, Brudi, was geht ab? Oh, ich schwör's dir. Wallah, im Moment miese Krise. Warum? Ich bin heute 5-mal Jungfernstieg gefahren. 10-mal Sternschanze. 3-mal Ottensen. Glaubst du, eine Chai hat mal geguckt? Ich habe so viel Kohle investiert. Dicken Mercy geholt. Noch einen Mercy geholt. Sogar so ein Chai-Mercy mit rechter Seite. Ja, ja, was meinst du? Warum? Was ist das Problem? Irgendwas muss doch falsch sein an der Karre oder was? Ah. Wegen AMG-Paket. Und Serienfelgen, ne? Hast auch recht. Bruder, jetzt, ich probiere heute Abend einmal nochmal Schenefeld Casino. Und wenn er gibt, dann hole ich. Hade, mach's gut. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Video hier beim Bobbelberg auf dem Kanal. Im letzten Video habt ihr gesehen, ne, wie wir das Ding uns hier angelacht haben, den schönen C219 quasi schon, oder W219, wie ihr es auch immer nehmen wollt, quasi schon den zweiten. Ne? Wir haben ja zwei Stück hier auf dem Hof stehen. Da ist die Nummer 1 in Silber und einmal in Silbergrau. Ich weiß nicht genau, wie die Farbe heißt. Ihr habt auch mitbekommen, warum ich dieses Auto gekauft habe. Und damit wollen wir heute anfangen. Ihr seht hier schon den dicken Bock, sagt man das so? Den Wagenheber. Dicken Wagenheber. Ich habe einen gekauft. Ich denke, Alter, was ist das für ein Riesending? LKW, soll hier LKW-Schrauben oder was? Gleich will ich mal anfangen, mich hier dran zu vergehen an diesem Fahrzeug. Vielleicht fällt euch was auf bei diesem Auto. Film mal diese Stoßstange. Das ist eine AMG-Stoßstange bzw. AMG-Paket. Das ist es jetzt nicht. Das ist es auch nicht. Das liegt noch im Auto. Aber guckt mal da drauf. Ja, vielleicht fällt euch an der Stoßstange was auf. Ja, richtig. Wir haben hier PDC an Bord. Das Ding ist ja so nackt. Das hat ja nicht mal PDC. Ne? Komischerweise, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut. Also ich habe die Fahrzeugidentifikationsnummer mal in einen Decoder eingegeben. Und der hat mir rausgeschmissen, dass dieses Auto wirklich von Werk aus, ich konnte es kaum glauben, Alko konnte es auch nicht glauben, mit AMG-Paket und diesen AMG-Fängen ausgeliefert worden ist, aber sonst nackt. Also es war ein Optik, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich die einzige Stoßstange weltweit, AMG-Stoßstange weltweit, ohne PDC. Naja, was willst du machen? So sieht der Plan aus, wie folgt. Das abmachen, ins Auto laden, in unsere schöne T-Klasse und zu Timo fahren. Und Timo hilft mir, da mal eben ein paar Löcher zu bohren. Ich bohre mir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Dinge hat er da. Alter Vater. Und dann können wir das umschnallen. Aber die müssen wir eben einmal machen. Das nützt nichts, weil ohne PDC finde ich es dann auch irgendwie doof. Also, ich hole einmal jetzt die Stoßstange runter und dann geht's weiter zu Timo. Ciao. Die Schuhstange ist raus, das ging ja einfach als gedacht. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Oben ein paar Schrauben, unten ein paar Schrauben, im Radhaus ein paar Schrauben. Bei dem haben wir Glück, sind es nur drei Stecker. Zweimal Nebelscheinwerfer, einmal Temperaturfühler. Ja, und jetzt ist mir hier was Lustiges aufgefallen. Es ist schon fast makaber, würde ich sagen. Das ist eine Original-AMG-Schuhstange. Erkennen wir, hier haben wir zum Beispiel auch hier Original-AMG-Nebelscheinwerfer, sehr schön. Aber, was wir nicht haben bei dem Auto, sind Xenon-Scheinwerfer. Die sind zwar da, weil es diese Schuhstange wahrscheinlich nur diese eine Ausführung gibt, aber die sind einfach zugeklebt worden und haben auch ja eine bisschen andere Ausführung. Eigentlich ist er ja immer so eine Feder, die sehe ich jetzt hier nicht. Weil unser 500er Baby hat natürlich Xenon-Scheinwerfer, ne? Ganz klar. Da muss man nochmal gucken, was man da macht. Und was mir auch aufgefallen ist, was natürlich wiederum positiv zu vermerken ist, wir haben hier Vormerkungen, sagt man das so, Anzeichnungen für die PDCs. Hier einmal, da einer, 3, 4, 5. Das passt doch schon mal ganz gut. Ist natürlich auch echt geil mit so einer originalen Stoßstange. Da hast du nicht so viel Stress und Mucken. Die kann man echt wieder geil draufbauen auf das Ding. Als wenn du irgendwie was, so, was weiß ich, kaufst da für ein Kram im Netz, ne? Ich würde sagen, ich mache hinten nochmal ab und dann bringen wir das zu Timo rüber. Digga, das riecht komplett nach Bauernhof hier drunter. Ich weiß nicht, was das ist. Entweder haben die hier einen toten Fisch da reingepackt, hier in den Kofferraum. So, oder es ist so ein Landwagen gewesen in Großbritannien vom Großlord. Wie dem auch sei, ich mache jetzt die Heckstoßstange nochmal ab. Ist schon ein bisschen später geworden. Ist auch ein Tag, ein anderer Tag. Ist eigentlich wie bei jeder Stoßstange so ein bisschen, ne? Da was lösen, hier was lösen, hier oben was lösen und dann hat man die relativ zügig in der Hand. Die Leuchten müssen nicht raus und dann geht's los. Also. BG. So, Freunde der Sonne, ist ja ein bisschen später geworden. Jetzt kommen bestimmt, warum machst du das nicht in der Halle? Ja, weil das Ding sich einfach nicht fortbewegen lässt. Ne? Deswegen mache ich das hier draußen. Und ich glaube, hier waren noch links und rechts so zwei Schrauben, die ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich habe sogar die eine Rückleuchte schon ausgeholt, weil ich dachte, da ist noch irgendwas hinter. Aber beim Ausbauen habe ich es dann gesehen. Das ist auch ganz gut. Also war nicht ganz umsonst. Und jetzt, glaube ich, ja, ein kleiner Halter.
von uns gegangen. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Ne, ihr kennt das Spielchen. Ich habe euch jetzt mal erspart, dass ich die Stoßstangen von unserem 500er, ich nenne einen jetzt 500er, den anderen nicht, den anderen Rechtslenker. Genau, das ist gut, dann wisst ihr Bescheid. Also die Stoßstangen vom 500er habe ich entfernt. Läuft natürlich genauso wie bei dem Rechtslenker hier. Ne? Seht ihr, das ist die Heckstoßstange. Die ist auch gar nicht so aufwendig, weil da ist nicht so viel Klamm-Klamm drin. Und diese PCs, ne, um die dreht es sich hier, die müssen jetzt in unsere AMG-Stoßstange, damit das Ganze auch voll funktionsfähig ist, weil ein Auto ohne PCs, ne, ein bisschen doof. Ich habe probiert, diese Halter zu bekommen. Dann habe ich welche bei eBay bestellt. Die passen absolut gar nicht. Dann habe ich versucht, sie bei Mercedes zu bekommen. Auch nicht mehr vorrätig, beziehungsweise gab es sie anscheinend nie auf der Teilenummer. Ja, das bedeutet, die müssen hier raus. Und ich bin übrigens bei Autosiastik, ne? Ich bin hier bei meinem lieben Timo. Und ich bin jetzt auch schon 2-3 Stunden zugange. Habe erstmal die Frontstoßstange, das Innenleben, alles raus. Und auch die Halter dann dementsprechend rausgenommen. Das hier ist die original 500er Stoßstange gewesen, ne? Aber das ganze Innenleben muss natürlich raus, wenn wir an unsere PDC-Halter wollen. Hier ist noch von der AMG-Stoßstange. Ach, ist alles ein bisschen... Ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich kann mir gerade selber nicht ganz folgen. Das sind die Halter. Da hat Timo mir geholfen, hat ein paar Löcher gebohrt und jetzt passen die hier optimal rein. Und das sind die gewesen, die ich bestellt habe. Da fällt euch vielleicht ein bisschen was auf. Die sind absolut falsch. Die haben nicht diesen Rand, der hier so übersteht. Die haben eine falsche Form, eine falsche Position der Halter. Also ich weiß nicht, warum die angeboten werden für das Auto, aber die sind ja wirklich komplett falsch. Ja, ich klebe die jetzt ein. Was mache ich dann? Dann baue ich das ganze Innenleben wieder rein. Unsere PDC-Anlage hier, die ganzen Kabel. Und dann sollte das eigentlich schon hinhauen. Ne? Darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen, ne? Das ist so Blödsinn da. Ich wollte nochmal, danke fürs Bohren, ne? Gerne. Super. Okay. Schaut bei Autosiastik vorbei. Tschüss. Ist das Ganze hier, ihr seht's, ne? Hinten hat er noch 4, vorne hat er 6 Halter. Jetzt habe ich mir das Innenleben von der anderen Schussstange doch noch geklaut, weil die sieht echt nicht mehr so geil aus, ne? Übelst durchgerostet, hier auch schon wirklich durchgerostet. Deswegen habe ich gedacht, komm, wenn wir die von der anderen Schussstange machen, mal 2, einer. Das sieht noch ein bisschen besser aus, ne? Wenn man das hier so mal sehen darf, so. Das machen wir jetzt nochmal rein, haben wir hinten schon mal fertig und dann um vorne nochmal schnell kümmern, dann ja, Feierabend, ne? Hier, die Uhr, die schlägt. Inlays. Wieder drin, PDCs sind auch drin. Das passt soweit. Hier kann man das Ganze nochmal von außen betrachten, an der Heckstoßstange. Haben natürlich jetzt eine andere Farbe, denn wir haben ja hier Silber. Aber das ist kein Problem, weil vielleicht habe ich ja noch was vor. Vielleicht will ich ja noch was machen. Was ist dann, ja, alles sowieso ist schon egal. Egal macht. Das war's hier für heute und jetzt bauen wir das Ganze noch eben an. Tschüss. Anderer Standort, wir sind wieder zurück in der Halle. Hier steht das Schätzchen, ihr könnt sehen, ich habe euch jetzt noch nicht teilhaben lassen, wie wir das Ding hier reingefahren haben, aber ist auch nicht so spannend, ne? Stoßstangen sind schon ab. Jetzt liegt das Ganze hier vorne. Das ist einmal die Heckstoßstange. Das ist die Front, die habe ich schon mal so vorgelegt, um schon mal ein bisschen, ne, um schon mal ein paar heiße Blicke zu erhaschen, wie das dann so aussehen könnte. Ja, und das sieht viel, viel geiler aus. Ich muss sagen, CLS mit AMG-Paket macht schon ordentlich was her. Das werde ich jetzt gleich verbauen. Ich fange mit der Front an und dann arbeiten wir uns nach hinten hin. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich bin der Meinung, Schweller sind gleich. Ich habe oben mal geguckt, wir können auch ruhig nochmal nach oben gehen. Guckt euch jetzt mal die Schweller an. Ich merke mir das jetzt mal. Und dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Guckt euch mal die Schweller an. Weiß ich nicht, also ich sehe da keinen Unterschied. Außer die Farbe natürlich, aber für mich sehen die exakt gleich aus, deshalb bleiben sie dran. Ganz einfach. Ja, außerdem habe ich noch einen schönen Sportgrill besorgt. Ne, ich weiß gar nicht, ob das... Ist das AMG-Nachahmung? Ist das ein Sportgrill? Ich weiß es nicht. Ich fand ihn so am coolsten hier noch ein bisschen Chrom, weil das Chrom will ich nachher auch erhalten. Hier kommt natürlich noch der Stern drauf, der liegt gerade da unten. Und dann können wir das jetzt erstmal zusammenbauen. Radhausschale, die lag vom Vorgänger noch eine neue, weil die hier nämlich... Seht ihr das? Die ist hier ein bisschen kaputt. Wurde auch schon getackert, sehe ich gerade hier. Mache ich jetzt auch nochmal einmal neu. Wenn sie schon hier liegt, ne? Kann man hier auch einbauen, bin ich der Meinung. Ich weiß gar nicht, wo die liegt. Ach doch, hier unten. Da. Die lag im Kofferraum. Die ersetze ich nochmal eben und dann kommt die ganze Stoßstange da mal ran. Dann bin ich gespannt aufs Ergebnis, wie das gleich aussieht. Ich nehme euch mit. Viel Spaß. Ja, die Frontstoßstange ist
verbaut, meiner Meinung nach. Hier auf der rechten Seite, Fahrtrichtung rechts. Ah, hier diese blöde A-Punkt-Klammer, ne? Die hat mich gerade ein bisschen zur Weißglut gebracht, aber wir haben das dann doch noch geschafft hier, ne? Ich muss sagen, dank Originalteilen sitzt das natürlich auch ganz gut. Also wir haben echt gute Spaltmaße hier, ne? Das Einzige, was mich stört, ist vielleicht hier so eine ganz kleine Kante. Wollen wir nicht übertreiben, ne? Auf der anderen Seite sieht es noch besser aus, finde ich. So eine ganz kleine Kante hat man hier auch am Kotflügel. Aber das sitzt schon gut. Also da kann man sich jetzt nicht, kann man nicht krähen, wie Schlange sagen würde, ne? Da kann man nicht krähen. Da kann man nicht knurren. Und jetzt bauen wir hier nochmal eben den coolen Grill ein. Normalerweise. Oh, guck mal hier. Dann wird er hier so reingeklipst. Und dann kommen hier oben noch drei Schrauben rein. Und dann ist der eigentlich wieder fest. Noch den Stern. Und dann gucken wir uns das. Ist ein bisschen nervig mit dem Wagen hier. Man muss dann immer Reifen ab, Reifen ran, Reifen ab, Reifen an. Aber gut. Spart man sich eine Hebebühne, ne? Ich mach mal eben die Dinger rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Was tatsächlich ziemlich cool ist, wenn man da oben noch einen Schlachter quasi stehen hat. Man findet immer mal so alles, was hier so fehlt, so an Kleinigkeiten vor allen Dingen auch, ne? Und hier so kleine Nubbies. Weil das hier, also wahrscheinlich schon mal irgendjemand hat schon mal die Stoßstange abgenommen und hat das nie wieder festgemacht. Und das finde ich ziemlich cool. Ich mag das, wenn das so vernünftig ist. Nicht irgendwas wackelt und rumfliegt und nervt und doof ist. Aber alles da, ne? Nur beim Motor, da wird es schwierig. So, das ist hier an sich schon so ein bisschen kaputt, aber gut, besser als wenn es hier die ganze Zeit so rumfliegt. Und das Ding ist auch schon fest, die sind irgendwie nicht mehr ganz original. Die waren schon so verbaut. Guck mal, hier fehlt auch irgendwie eine Schraube. Hier auch anscheinend. Hier vielleicht auch. Da auf jeden Fall. Vielleicht finde ich die hier oben nochmal, ne? Ein bisschen schöner hier machen, dass es alles wieder OEM ist, ne? Und am Ende des Tages OEM Plus. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das sind ja nur die kleinen Feinheiten, ne? Also, bis auf, dass wir jetzt hier eine andere Farbe haben, Leute, ne? Okay, man kann es ja gerade noch nicht so ganz erahnen. Die Scheibe müssen wir auch nochmal machen. Also, bis auf, dass wir jetzt hier eine andere Farbe haben und dass das Auto viel zu hoch ist. Kann man aber schon mal erahnen, ne? Wir haben PDCs, AMG-Stoßstange, bin ich sehr stolz drauf, finde ich cool, und einen Grill. Ja? Vorne noch die Kappe rein. Ach so, den Stecker, ich muss noch wieder einen Stecker machen. Jo, bis gleich, ich hab was mir jetzt eingefallen. Hier, yeah, der Junge, ne? Der junge Akira Nakai, ne? Ja. Ist durch für heute? Ne, noch nicht ganz. Wir machen hinten, würde ich auch noch eben machen. Aber ich habe alle Stecker verbunden. Diese Abschleppöse da, beziehungsweise Kappe, auch nochmal eben reingemacht. Und jetzt kickst du an. Funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob das PLC funktioniert. Dafür müssen wir das Fahrzeug natürlich einmal starten. Dann gehen wir an R. Und jetzt gehen wir auf D. Piept er. Ja auch? Piept er? Nein. Komm. Nein. Nein, piept nichts. Ja, da piept's. Hä? Jetzt hat er links auch gepiept. Guck noch mal eben, ob das gibt. Ja, doch. Nee? Nee. Alle, aber der letzte nicht, oder was? Guck mal auf R, bist du zurück. Ja. Oh. Geil, Alter. Es funktioniert ja tatsächlich hier einfach alles an diesem geilen Kfz. Das habe ich den Leuten noch nicht gezeigt, ob man sich hier installiert hat. Ja, einfach von meinem Spender geklaut oben. Bluetooth-Telefonie in einem 2006er oder 7er. Ah, das habe ich auch von oben geholt. Heftig, ne? Aber das ist irgendwie kaputt. Ich glaube, hier wird irgendwie noch was hin. Das muss ich oben. Irgendwas lag da noch. Guck mal nochmal an. Klima geht auf. Oh, das ist einfach ein tolles Kfz bis jetzt. Bin noch nie damit gefahren. Hab noch nie von unten runter geguckt. Aber ja, Hauptsache schon mal AMG-Paket, ne? Okay, tschüss. Ich habe hier hinten im Kofferraum, bevor wir jetzt zur Heckschutzstange kommen, irgendwie ein kleines Ölproblem. Ich habe die Batterie aufgeladen. Dafür musste ich das alles rausnehmen hier. Und dann, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das kann ja eigentlich. Wo kommt denn Öl im Kofferraum her, ne? Ihr seht das vielleicht hier ganz gut. Ich habe das schon letztes Mal ein bisschen weggemacht. Ja, wahrscheinlich hatte jemand mal hier Öl, einen Liter Öl transportiert oder so. Einfach so auf Reserve und der ist ausgelaufen oder so, ne? Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, wo das herkommt. Das ist irgendwie, ja, ganz so geil. Schreibt es in die Kommis, ob ihr dann einen Tipp habt.
Der Auspuff, der ist ein Problem hier, Leute. Hab ich natürlich vorher gewusst, ne? Das ist natürlich kein AMG-Auspuff, beziehungsweise sind nicht die richtigen Blenden. Habe ich aber gar nicht mehr so dran gedacht, beziehungsweise auf den Zettel gehabt. Erst wollte ich die Blende abnehmen, hat irgendwie nicht geklappt, dann wollte ich den ganzen Auspuff abnehmen. Jetzt habe ich einfach nur hier die letzte Schelle abgenommen, das letzte Gummi und dann ein bisschen nach unten gedrückt. Erstmal, ne? Sagt man ja so. Erstmal. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht weiß einer in den Kommentaren schon mal eine interessante Frage. Habe ich schon drüber gerätselt. Ich glaube, die Blenden einfach so tauschen, das funktioniert nicht, weil die Position eine andere ist. Den 320 CDI von oben Auspuff zu nehmen und daran auch nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Schalldämpfer sieht ganz anders aus. Aber ja, vielleicht weiß es ja einer. Ich glaube nicht, dass es geht, aber schreibt es gerne mal rein. Ja, muss mir noch was einfallen lassen, ne? Wie man da verbleibt. Okay, tschüss. Warte erstmal. Ist doch nicht zu fassen, aber es macht Spaß, muss man sagen. Es macht wirklich Spaß. Ne? Es macht Spaß, kein elektrischer Heckdeckel. Wir kommen voran mit unserem Projekt hier, ne? Low Budget CLS. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird das einer der schönsten CLS der Baureihe 219 in ganz Hamburg. Wo ist er gerade wieder extrem hoch? Guckt es euch jetzt mal an. Oh, kann man das sehen? Kann man das sehen? Wir haben natürlich hier noch ein Problem. Erstens mit der Farbe natürlich und mit der Auspuffanlage. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Mit der Höhe haben wir auch aktuell noch ein gewaltiges Problem, aber das wird sich wohl ein bisschen in den Griff kriegen, wenn ich den jetzt auf und zu machen würde. Aber da kann man natürlich auch nochmal Koppelstangen oder sowas einbauen. Also, Front und Heck. Front gefällt mir noch deutlich besser, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch aktuell an der Auspuffanlage. Oh, Leute, das wir nochmal machen können. Aber das mache ich off-cam, wird schon funktionieren. PDC kann man hinten gleich nochmal checken, ob das jetzt funktioniert, nuckelt. Wäre schon doof, wenn nicht. Ja, und sonst, auch von den Spaltmaßen und so, habe ich das versucht einigermaßen einzustellen. Es steht jetzt hier ganz gering noch rüber. Das kann man vielleicht nochmal, da ist ja eine Schraube, muss vielleicht nochmal ein bisschen randrücken und dann nochmal festziehen. Aber sonst im Groben und Ganzen sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ah. Hallo Leute, ich habe mir noch was überlegt zum Bodykit. Die Schweller, das kann ich auch beweisen. Kannst du mir helfen? Oh, ich kann nicht da dran ziehen. Alter, wie kann man so fett sein? Ah. Die Schweller sind doch anders. Ich habe es in einem Forum gelesen. Ne, das ist Fakt 1, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Dann habe ich nämlich oben bei unserem Spender noch was abgeschraubt. Ich habe mich hier nochmal reingelesen in das ganze Ding hier, in die Thematik. Und da ist mir aufgefallen, wo stand es denn? Mercedes AMG Längsträgerverkleidung. Akku war kurz leer. Mercedes AMG Längsträgerverkleidung. Das spricht für mich AMG, wenn da im Namen AMG steht, das ist irgendwas anderes. Und ich glaube auch, dass sie hinten etwas weiter, wenn man das hier mal so sehen darf, sie hinten etwas weiter rausstehen. Um dann nach hinten oder von hinten, wenn man dann den Blick drauf wirft, man dann ein breiteres Gesamtbild hat. Eieiei, das war ja was. Mensch. Da auf dem Boden seht ihr die alten beiden Schweller. Und hier haben wir die neuen dran. AMG-Schweller links in Fahrtrichtung und auch hier natürlich rechts. Und wie ihr seht, ist jetzt dieses Fahrzeug ein Two-Toner quasi. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe das Auto denn bekommen soll, ne? In welcher Farbe soll dieser wunderschöne CLS foliert werden? Mir schwebt was vor Augen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Deshalb könnt ihr mir gerne mal eure Anregungen, Tipps und Ideen in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses wunderschöne Video. Im nächsten Teil geht es dann weiter. Kümmern wir uns um andere Dinge. Das Auto hat jetzt ein AMG-Paket. Ist das nicht cool? Ich finde es richtig cool. Tschüss. Danke. Like da lassen. Tschüss.